Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banished. Wir befinden uns in Heflenburg und kümmern uns hier mehr und mehr um die Nahrungsversorgung unserer Leute. Jo. Okay, das Lagerhaus haben wir hier gebaut, damit die keinen so langen Weg bis zum Lagerhaus haben. Denn sonst kommen die nie dazu, die ganze Ernte abzubauen, die faulen Säcke. Und wir haben hier jetzt ein paar mehr Leute in den Minen. Die Schweine haben sich zum ersten Mal nach 30 Milliarden Jahren vermehrt. Ein Schwein mehr. Sehr schön. Gut. Das hier, alles in Zucht. Das waren mal zwei Hühner. Ja, und wir haben hier 52% Ertrag. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel Äpfel das gibt, aber es gibt Äpfel. So, was hast du? Ich brauche immer noch keine Legehennen, denn ich habe schon welche. Sehr schön. 62, 72, 57. Es wird doch so langsam. Es wird so langsam. Und die ersten haben Hunger. Verdammt. Okay. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Ist hier nur eine. Eine. Ja. Und Kohle hat es ja auch als Brennstoff. Heißt, wir können auch Kohle anstatt Eisen nehmen. Das ist natürlich super. Das freut mich. Und die ersten sind hungrig. Verdammt, 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 verdammt. Kommt, baut schnell ab, erntet schnell. Wir brauchen mehr Nahrung. Und die ersten verhungern schon. Verdammt. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Und vier sind schon. Okay, drei sind schon verhungert. Und hier. Das wird auch ein super Ertrag. Ist gut. Ihr macht mich verrückt. Oh, sehr schön. Wir haben viele Werkzeuge. Und kein Holz mehr. Ja. Auf jeden Fall einen Schmied brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir mal den hier. Der muss erstmal nicht mehr arbeiten. Hör mal auf. So. Der Typ wird, falls ich ihn finde, hier. Auch Steinmetz. So, bringen wir das hier hin. Manche. Immerhin die Äpfel, die bringen auch schon was. Ja, ist gut. Wie oft, wie viele wollen noch verhungern? Meine Fresse, was soll denn das? Wir haben Nahrung überall, wenn die zu blöd sind, um sich Fressen zu holen. Ist doch nicht mein Problem, ihr... Ja, ja, ja. Verhungert doch alle. Sollen die doch verrecken. Ja. So, okay. Bauern brauchen wir nicht mehr. Schaut mal wieder. Keine Nahrung. Jetzt wird es mir zu blöd. Was? Wieso produzieren wir so wenig Nahrung? Oha, wir haben neun fucking 1000 produziert. 9000. Wir haben 9000 produziert in einem Jahr. Und 8000 schon verbraucht. Holy shit. 9 verdammte 1000 haben wir produziert. 9000. Krass. Das ist krass. Wir müssen noch mehr produzieren. Ist doch ein schlechter Scherz hier. Also, wir brauchen noch ein Feld. Ein Riesenfeld. Das wieder riesig wird am besten.
was heißt am besten halt? Irgendwie, wo Platz ist. Hier 12 mal 18. Und vielleicht hier, ungern. Hier können wir noch eins hinmachen. Dann haben wir hier zwei Felder, zwei neue, die wir auch dringend, dringend, dringend brauchen. 15 hier, 15 da und keinen haben wir mehr. Okay. Da werden wir nächstes Jahr dann noch mehr Bauern brauchen, aber okay. Ist halt so. Damit wir überleben, mache ich das halt dann auch. So, hier wird Gerste angebaut und hier wird dann Tomate angebaut. Okay. Ja gut, was die machen, keine Ahnung. Die können rumgammeln. Wobei, kann ich das hier erhöhen? Ja, kann ich dann hier 20 und 20 und dann arbeiten die hier. Boah, das ist schon krass. Finde ich. Wie viele Bauern brauchen wir denn dann? 37. Da müssen zwei weg. 4, das ist zu wenig. Das müssen 6 werden. Und hier 4, auch zu wenig. So, ich weiß ja, wie faul die sind. Gut, wir haben jetzt schon hungrige Menschen. Verdammt, 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 verdammt. Die verrecken uns doch alles so. Also 39 Bauern brauchen wir, 0 Steinmetze, 0 Bergarbeiter und 39 Bauern. Bäm. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also bitte alle aufs Feld gehen. Jetzt wird's gearbeitet. Und bitte nicht verhungern. Bitte, bitte, bitte nicht verhungern. Hast du Nahrung? Wenn du Nahrung hast, ne? Du hast Trachten. Wer braucht so eine Kacktrachten? Gut, wir haben keine Klamotten mehr. Dann kaufen wir halt Trachten. bisschen too much. Nehmen wir mal 40 und passt perfekt. Und tschüss. Vielleicht tragen die Frauen dann die Trachten und die Männer finden das ganz toll und dann bekommen wir mehr Kinder. wäre ganz gut. Und schon wieder verhungern uns die Prinzessin, die alte Bauerin, was soll's. Hier wird super angebaut, das freut mich, da brauchen wir eigentlich nur 5 und dafür da einer mehr. Ja, ja, ja. Und schon wieder ist einer verreckt, verhungert. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Einwohnerentwicklung aus? Bevölkerung, nehmen wir mal 5 Jahre. Ja, da sind einige verhungert, das tut mir natürlich... Ich muss mich mal strecken. Tut mir natürlich leid, aber kann man nicht ändern. Weiter, danke.
Wow, das ging ziemlich ab gerade. Hier wird gleich schon geerntet, was mich sehr, sehr freut. Ist gut, ich weiß doch selbst. Ich glaube, ich war ein bisschen größenwahnsinnig, denn jetzt verhungern uns alle. Ja, das war blöd von mir. Kann man nun nicht mehr ändern. So. Und noch einer ist verhungert. Und noch mehr Leute verhungern. Na super. So, bitte ernten. Erntet ihr jetzt? Ja, sehr danke. Schön, danke. Ja, alle verhungern. Aber immerhin, jetzt hungert keiner mehr. Das freut mich schon mal. Und wir haben eine Menge im Lager schon mal. Und es wird immer noch was geerntet. Das freut mich natürlich sehr. Kommt, erntet mal ein bisschen schneller hier. Und da kommt dann wieder ein Händler. Sehr schön. Sehr gut, jetzt haben wir ein bisschen Nahrung hier. Uiuiuiui. Ist doch super. Ja, hallo. Was hat der Herr denn? Bisschen Abwechslung mal. Hier gibt's ein paar Kartoffeln. Und wir geben dir dafür... Gerste und Bienenwachs und Werkzeug und Holz. Handeln, tschüss. So, jetzt müssen wir hier überall mal ein bisschen aufstocken, da wo jemand gestorben ist. Imker hatten wir auch, okay. Förster sind welche gestorben, Fischer sind gestorben. Nicht schlecht, doch schon schlecht, sogar sehr schlecht. So, hier ist schon mal mehr geerntet worden, aber immer noch nicht alles. Was soll's? Das war's dann auch mit diesem Part von Let's Play Banished. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.